Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier im Supermarkt Simulator. Heute spielen wir weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Wir waren das letzte Mal bei Tag 4, aber jetzt bei Tag 5 weiter. Und ich sehe gerade, wir sind schon Supermarkt Level 5. Aus meinem letzten Speicherstand weiß ich noch, dass man ab Level 10 was machen kann. Oh Gott, was ist das denn hier? Oh nee, ich muss hier noch Mieten bezahlen. Kann ich bezahlen? Nee, kann ich auch bezahlen. IT kann ich nicht bezahlen. $40. Das kann ich schon holen. Hier, so mag Level 4 kann ich schon den ersten Abschnitt holen. Ah nee, es war der Kassierer. Der Kassierer kriege ich ab Level 10. Den Rest hier, den wir noch eigentlich bestellen müssen. Ich wäre eigentlich hier jetzt auch reingetan haben als 35, so das ist alles teuer. Muss erstmal Kundschaft kriegen, aber es ist eigentlich gerade auch genug, oder? Es ist gerade so genug. Dann tun wir hier wieder unseren Shop auf Open. Dann stellen wir uns hier an die Kasse und warten auf den nächsten Kunden. Dauert ganz schön lange, bis so hier einer kommt. Na, sieh mal an hier. Guten Tag. Sie möchten einmal Mehl kaufen? Ich hoffe, Sie haben nicht vor, dreimal Mehl zu kaufen. Das wäre nämlich schon bis sass. Tschüss, einen schönen Tag noch. Sie wollen eine Packung Suso. Eine Packung Puderzucker. Und Sie bekommen 25 Cent zurück. Ist das nicht toll? Wir haben keinen Käse. Das stimmt. Es tut mir leid. Das war passend bezahlt. Das finde ich voll toll. Verwaltung, Rechnung, bezahlen. Guten Tag. Zweimal Nudeln, einmal Toast. Das ist schön. Tschüss. Man sieht sich. Vielleicht. Mal wieder. Ich weiß es nicht. Oh Gott, der FBI-Agent ist wieder da. Muss ich noch was dazu sagen? Sie haben sich letztes Mal Puderzucker gekauft und jetzt kaufen sie Öl. Das ist ja langsam, das ist ja wirklich. Das sieht langsam richtig sass hier. Das ist ein normaler Einkauf, das finde ich toll. Basen bezahlt, wir können die letzte Rechnung bezahlen. Das ist schön. Entschuldigung, ich muss gerade Rechnung bezahlen. Toast. Mit Karte. Das ist schön. Die Wasser. Ah ne, Wasser habe ich schon gerade bestellt. Bin ich lustig. Tschüss. Der Käse kommt noch. Die können warten. Bald ist der Käse da. Heute noch wieder bestellt. Oh, die Comics sind leer. Das ist nicht gut. Ich muss jetzt warten, bis es hier fertig ist. Ach Mensch. Tschüss. Das nehme ich wortlos entgegen. Das nehme ich einfach wortlos entgegen. Eine Wagen Toast. Das ist irgendwie. Was ist das? Diese Einzelverkäufe. Ich habe hier mittlerweile so 8 Produkte oder so und dann hier. Nee. Sogar 10 mittlerweile. Was ist denn das Problem? Das haben sie nicht gefunden. Käse. Das ist okay. Geld. Ich nehme Geld dankend an. Das war irgendwie falsch. Das habe ich selber gemerkt. Ah. Nudeln und Susu mit Karte. Tschüss. Alle Agenten hier. Die kommen hier alle rein. Und dann gut, sieht es eher aus wie ein Chef hier. Chef der Organisation für Mehlsucht. Ich weiß es nicht. Gleich ist es soweit, da kann ich das Zeug bezahlen. Toast. Bisschen schwarzer Tee. Ein bisschen Mehl. Und da haben sie sogar einen. Ah, das war Suso. Der hat Suso gegriffen. Das sah aus, als würde er Mehl greifen. Was ist denn los mit ihrer Hand? Warte mal kurz. Warten Sie, bevor ich weitermache. Licht. So. Sie sehen aus, als würden Sie in der Bar arbeiten. Arbeiten Sie in der Bar? Brauchen Sie ein bisschen Alkohol zum Kaufen? Nee, der wird in 2 Wochen kommen. Oder so. Eine Packung Kaffee. Ich habe schon ganz schön teuren Kaffee, oder? Ich habe noch keine Wasserflaschen. Es tut mir leid. Warten Sie, bevor es hier was passiert. Ich muss es bestellen. Ist noch was leer? Toast ist leer, Nudeln. Und sonst ein Kaffee. Habe ich kein Geld. Ach komm. Bitteschön. Einmal Eier mit Karte. Okay. Was ist denn los? Was ist denn los? Ich habe keinen Käse. So.
Das ist doch alles Käse hier. Können wir unseren Laden schließen und unsere Sachen aufhören, die wir gerade so bestellt haben? Was ist denn da los? Oh. Da liegt alles auf der Straße. Da muss ich gleich alles aufheben. Oh nein. Das ist nicht gut, dass hier alles auf der Straße liegt, oder? Ja, es ist nicht gut. Wasserflaschen vor allem, die mir ganz empfehlen. Warum ist es jetzt voll? Ist es schlecht, dass es jetzt voll ist? Da brauche ich noch einen Kühlschrank. Ich kann den Käse nicht kaufen. Ich habe doch gerade Käse gekauft. Hier. Nee, das ist Tee. Schwarztee, um genau zu sein. Was ist denn los? Kein Platz hier oder was? Nudeln. Bisschen Käse. Ich habe keinen Platz für den Käse. Das kann doch wohl nicht so sein. Komm, ich glaube, ich habe einen Platz. Hier. Ganze Ladung wohl. Für den Käse kein Platz, aber das ist ja auch was Neues. Was fehlt mir denn eigentlich jetzt noch? Öl. Öl und Kaffee. Kaufe den Öl noch ein. Ich kaufe dauernd Öl hier, das geht nicht normal. Mehl und Susu. Mehl und Susu. Den Rest hier gucken wir uns morgen an. Ah, jetzt muss ich das machen. Strom sparen. Das waren 6 Kunden, die ich wieder nichts gefunden haben. Das ist okay, ich mache einfach weiter. Oh, der Marktpreis hat sich für folgende Produkte geändert. Schokli, warte mal, was? Schokli, das stand immer hier. Schokli Müsli ist teurer geworden, das ist gut. Und Mehl ist billiger geworden. Und nee, jetzt kommen die noch mehr Mehl oder was? Also, man muss den Preis hier ändern bei Mehl und Comics. Guck, jetzt kostet 7,18. Der kann ich mal hier 7,15. Der kostet schön viel. Und hier ist billiger geworden, muss auch billiger machen. 2,95. Haha, Discountpreis. Bum, bum, bum. Den Rest kann ich nicht bestellen, weil ich habe kein Geld. Dann mal sehen, dass ich hier mir noch einen zweiten Kühlschrank leisten kann, weil ich keinen Platz habe. Jo. Open. Los geht's. Warten wir auf den nächsten Kunden. Ich warte und ich warte und ich warte immer noch. Willkommen in unserem Shop. Was wollen Sie? Wo gehen Sie hin? Brauchen Sie Milch? Ich habe vergessen, dem Wasser einen Preis zu geben. Oh Gott, bin ich blöd. Was kostet denn 2,66 im Markt? Dann mache ich ganz frisch 2,65. Dann ist es nur 1 Cent billiger als im Markt. So. Du konntest Käse nicht finden. Ja, der steht hier noch rum. Den muss ich noch bezahlen. Dann bekomme ich mal normale Kunden hier. Das ist ja auch mal was ganz Neues. Über die 2 Packungen Öl reden wir nicht. Du bist ein Barkeeper, du brauchst bestimmt manchmal schon viel Öl. Was wollen Sie? Ich kann noch mal, ich kann das noch bestellen jetzt hier. Ich muss, aber ich muss dringend, ich habe noch Rechnung, die muss ich noch bezahlen. Ah, lass mich. Oh nein, DHL schon wieder. Susu. Susu? Ich brauche Susu. Warten Sie kurz, die Schlange, kann ich mal kurz eine Schlange bilden hier. Ich brauche hier ein bisschen Mehl. Ah Gott, jetzt kommen die alle. Öl. Der Kaffee ist leer. Ich gerade passend eingekauft. Oh mein Gott. Okay, warte, ich muss erstmal hier Profit machen. So. Ich hoffe, es hat ihm gefallen, hier einzukaufen. Er konnte den schwarzen Kaffee. Ich habe ihn gerade erst einsortiert. Er hätte ihn jetzt doch holen können, schnell. Mensch. Und 20 Cent zurück. Whoop. Boah, er bezahlt mit einem Huni. Er bezahlt mit einem Huni. Ist ja gar nicht gut. Nächstes Mal bezahlen Sie mal passend, okay? Und bringen Sie Ihre Treuekarte mit. Bringen Sie Ihre Treuekarte mit. Oh je, jetzt kommen langsam die ganzen Kunden. Ich kann hier nichts auffüllen, weil die mich ganz nerven. Ah. Oh Gott, bevor ihr weitermacht. Oh, ich hab die Nudeln leer gemacht. Ihr habt die Nudeln leer gemacht. Ihr habt die Nudeln leer gemacht. Ihr Schweine. Lass mich doch meine Rechnung bezahlen. Ich, sonst bin ich hier arm. Macht die Eier schon wieder leer. Was ist denn los mit euch? Warum kommen wieder Eier? Brauchen ein bisschen Milch? Kommen ein bisschen Wasserflaschen? Hallo, was wollen Sie? Du hast passend bezahlt, das finde ich toll. Was, Götz, ich muss es holen. Der Hell ist grüßen. Gehen Sie wieder. Was tun Sie da? Ha, Profi.
Bisschen Milch, das muss doch einmal sein. Da war noch ein bisschen Milch drin, deswegen kommt hier noch drauf. Wartet, ich bin noch nicht fertig. Lasst mich das, die Nudeln auffüllen. Ihr kauft dauernd Nudeln ein. Ihr kauft aber nie die Tomatensoße. Okay, die habe ich auch nicht, aber warum kauft ihr die Tomatensoße? Ich muss gleich das Licht anmachen. Ah, hier ist gerade durcheinander. Hier ist gerade durcheinander. Nein. Okay, let's go. 14, oh, was ist das für ein Preis? 14, 35. Können nur meine Preise sein. Durst, Wasser und die Kassen sind voll. Das ist mir klar. Warte, das wird's. Der kann auch nicht Spaß mit bezahlen. Was ist denn los mit ihnen? Käse ist noch nicht da. Ich brauche noch einen zweiten Kühlschrank und so. Susu. 4, 75. Ich kann mir auf jeden Fall schon einen zweiten Kühlschrank leisten. Das ist gut. Und das Toast ist leer. Oh mein Gott, das Toast ist leer. Wie ein Irrenhaus hier. So. Jetzt muss ich hier gucken. Tee. Ein bisschen Schwarztee. Das muss auch mal sein. Dann ein bisschen Mehl. Aber Mehl kaufe ich mal genug ein hier. Das fragen die nie. Ein bisschen Susu. Ein paar Eier. Malle ist so einmal im Jahr. Okay. Wasser. Was habe ich genug da? Die dehydrieren hier nicht bei mir. Ich gebe denen immer genug Wasser. Ansonsten habe ich noch Toast da. Ich habe kein. Doch, Toast habe ich da. Genau, eine Packung. Oh, bin ich sparsam. Ich bin sehr sparsam. Da, 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 da. Mehl? Habe ich selber Mehl? Warte mal kurz, das geht so nicht. Ich hab ja. Hier sollen hier nicht zwei Mehlpackungen stehen. Das ist ja unerwünscht hier. Close. Und dann. So. Käse kommt dann. Wenn ich es brauche. Beziehungsweise kommt morgen. Den werde ich direkt bestellen. Mach mal ein Licht aus. Ihr kommt hier nicht mehr rein. Auch wenn das Licht hier noch anders. Warum auch immer. Und hier auch noch bei Lager was anderes, obwohl ich das Lager nicht mehr habe. Das ist auch gut. Und den PC immer lasse ich immer an so, aber das ist alles okay. Boah, wir bekommen immer mehr Kunden, die keine Produkte finden. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wieso tue ich das? Egal. Nächsten Tag schlagen. Jetzt ist Puderzucker und Öl teurer geworden. Das ist super. Das tut mir direkt ändern. Jetzt können wir den schon für 5,75 anbieten. Und das Öl bieten wir jetzt für 5,35 an. Das wird gut. Das wird richtig gut. Oh, das nee, 5, nicht 5, nicht 535. Das ist zu viel. Kauf mal das hier. Aber ich muss auch für das Toast noch dazu kaufen. Das gleich dabei ist. DHL einfach Toast und dann da drauf im Kühlschrank. Ach so, muss jetzt mal Platz machen für den dahin, dahin. Oh, schön Platz sparen hier. Boah, das sieht doch mega aus. Das ist toll. Den Toast nehmen wir gleich mit hier. Close und dann hinstellen und dann. Was brauchen wir noch hier? Was ist denn jetzt noch leer geworden? Den Kaffee? Oder den Schwarztee? Muss ich mich jetzt entscheiden? Schwarztee. Oder? Ja, Schwarztee. Der Schwarztee. Der ist sogar teuer. Lol. Naja, dann lassen wir es erstmal so. Sieht doch gut aus. Kann mir noch hier neue Produkte reintun? Jetzt haben wir auch keine mehr, die hier noch aufstehen. Dann beenden wir hier diese Folge. Nächstes Mal haben wir dann alles, also alle Produkte und könnt ihr richtig gut starten, könnt ihr richtig guten Profit hier machen. Ich hoffe, es hat euch zumindest gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bleibt gesund und bis dahin, ciao.